In diesem Video möchten wir die offiziell meistverkauftesten Packs für Die Sims 4 zusammenfassen, die Simguru Lindsay schon vor einigen Wochen auf Twitter geteilt hat. Auch für uns waren hier einige Überraschungen dabei, viel Spaß beim Ansehen. Beginnen wir zuerst mit den Accessoire-Packs. Hier belegen die letzten beiden Plätze das Grusel- und Fitness-Accessoire-Pack, welche sich offiziell am schlechtesten verkauft haben. Meiner Meinung nach kann man das Grusel-Accessoire-Packs nicht bzw. kaum in den Alltag der Sims einbauen, da man diese Inhalte nur zu bestimmten Jahreszeiten im Spiel nutzen kann. Das Fitness-Accessoire-Pack gefällt mir durch die modernen Objekte aber doch ganz gut. Als nächstes belegen das romantische Garten-, Gartenspaß- und Kinderzimmer-Accessoire-Pack die anderen hinteren Plätze. Scheinbar kommen Packs mit Gartenbezug bei den Zimmern nicht so gut an, obwohl ich alle diese Packs eigentlich sehr gemocht habe. Auch beim Kinderzimmer-Accessoire-Pack war ich sehr überrascht, da ich dieses immer bei vielen als sehr beliebtes Pack wahrgenommen habe. Die nächsten Packs sind hier das Luxus-Party-, coole Küchen- und Heimkino-Accessoire-Pack. Hier kann ich nicht verstehen, warum sich das Luxus-Party-Pack besser als viele Packs davor verkauft haben. Mit den Objekten des Luxus-Party-Accessoire-Packs konnte ich noch nie richtig etwas anfangen, da waren viele der kleinen Accessoire-Packs doch deutlich besser. Vor dem Treppchen stehen jetzt das Bowlingabend, Kleinkind und mein erstes Haustier-Accessoire-Pack. Auch hier kann ich die Entscheidung vieler Spieler nicht verstehen, da ich das mein erstes Haustier-Accessoire-Pack als eines der schwächsten Packs für Die Sims 4 sehe. Das Bowlingabend-Pack dafür war wieder ziemlich gut, dessen Objekte ebenfalls ganz schick waren. Den dritten Platz belegt hier das Sonnenterrassen-Accessoire-Pack, welches dafür aber eigentlich die wenigsten Objekte von allen hat. Für den Garten sind diese aber ganz schick, genauso wie die Objekte des Swinchage-Glamour-Accessoire-Packs. Hier hat mich aber auch dieses Ergebnis überrascht, da ich nie erwartet hätte, dass Objekte im Hollywood-Stil so viele Menschen zu einem Kauf überzeugen konnte. Und das offiziell meistverkaufteste Accessoire-Pack für Die Sims 4 ist das Waschtag-Accessoire-Pack. Keine große Überraschung, dass dieser große Community-Wunsch so beliebt ist. Wenn man sich jetzt die Gameplay-Packs für Die Sims 4 anschaut, liegt das Strangerville-Pack von den Verkaufszahlen auf dem letzten Platz. Hier muss aber beachtet werden, dass dieses gerade erst frisch veröffentlicht wurde, also nicht direkt ein älteres Pack vom Thron stoßen kann. Als nächstes kommen hier das Wellness-Tag- und Outdoor-Leben-Gameplay-Pack, welche zuallererst für Die Sims 4 veröffentlicht wurden. Auf dem vierten Platz befindet sich hier das Dschungelabenteuer-Gameplay-Pack, welches mich eher mit kurzwierigem Spielspaß überzeugen konnte. Auf dem Treppchen befindet sich das Gaumenfreuden-Gameplay-Pack, welches die dritthöchsten Verkaufszahlen einstreichen konnte. Meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient, da das Leiten eines eigenen Restaurants doch wirklich viel Spaß gemacht hat. Auf dem zweiten Platz landet das Vampire-Gameplay-Pack und der erste Platz wird von Elternfreuden belegt, für mich ebenfalls keine großen Überraschungen. Weiter geht es mit den Erweiterungen, bei denen sich das Zeit-für-Freunde-Pack am schlechtesten verkauft hat. Als nächstes kommt hier die Werde-Berühmt-Erweiterung, die auch relativ frisch erschienen ist und deshalb hier eher auf den letzten Plätzen steht. Diese wurde bei mir nach längerem Spielen immer besser, da ich viele Inhalte wie zum Beispiel das Videos produzieren erst später beim Spielen herausgefunden habe. Den vierten Platz belegt die erste Erweiterung für Die Sims 4 und das Jahreszeiten-Erweiterungspack hat es hier aufs Treppchen geschafft. Interessanterweise konnte die Großstadtleben-Erweiterung hier noch die Jahreszeiten vom zweiten Platz stoßen, was für mich ebenfalls sehr überraschend kam. Wie nicht anders zu erwarten, hat sich die Hunde- und Katzenerweiterung hier am besten verkauft, die Tiere sind nach wie vor immer noch ein Dauerbrenner. Das waren die Verkaufszahlen für alle Packs für Die Sims 4. Hat euch hier eine Platzierung besonders überrascht? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Hier links findet ihr ebenfalls nochmal meine Top-Listen-Playlist, in der ich verschiedene Aspekte von Die Sims 4 in eine Reihenfolge gebracht habe. Also dann, bis zum nächsten Video.